Jetzt Bauer Call. Hallo Freunde von TV Schwerin und MV1. Ja, in unseren Zeiten wird es uns gesagt, von allen möglichen, von den Politikern und von den Medien, wir müssen näher ran an die Bevölkerung. Demokratie wirklich leben, der Mensch muss gefragt werden. Und wir von diesem weltberühmten Sender mit der Hilfe von Bauer Call, wir stellen uns der Realität und fragen die Leute, was sie uns zu sagen haben. Mal sehen, wie es geht. Wenn man hier in Mecklenburg-Vorpommern Leute interviewen will, dann muss man sich auf sie zubewegen. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht wie in einer großen Metropole in Berlin oder sonst wo, wo du dich hinstellst, da kommen sie alle angerannt, weil sie denken, jetzt beginnt die Karriere in Hollywood. Nein, hier muss der Medienaktive sich auf das Publikum zubewegen. Es ist fast wie eine Yacht im Wald. Wir werden mal sehen, wer uns ins Netz geht. Schönen guten Morgen, können wir dir mal was fragen? Nein. Wie wir sehen, schon das erste scheue Reh. Man muss, also die Ansprache allein, die muss schon funktionieren. Was habt ihr euch eigentlich für 2017 vorgenommen? Habt ihr da was Spezielles oder sagt ihr, wir lassen alles beim Alten? Wir lassen alles beim Alten. Und? Wir warten ab, was Gutes kommt. Aber eigentlich kann man doch sagen, 2017, schlimmer als 2016 kann es nicht werden? Oder nee. War 2016 gut? Naja, halb so, halb so. Genau. Aber schlimmer kann es nicht werden. Habt ihr euch was vorgenommen für 2017? Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mich nie hinzulegen, aber Bodenprobe habe ich schon dieses Jahr gemacht. Oh, und du? Ach, ich wünsche mir Gesundheit und dass Frieden auf der Erde bleibt. Der würde mal sagen, da haben schon andere viel schlechtere Wünsche gehabt. Das ist sehr gut, da machen wir ein großes Ausrufezeichen dahinter und wünschen euch einen schönen Tag. Doch, da komm, bleib hier. Du überleg mal, das bist du schon drauf. Weil wenn du weggehst, sagen alle, ist er denn feige? Komm her, es ist besser. Komm, sie hat recht. Du, die Frauen sind besser. Hast du dir was vorgenommen für 2017? Ja, nicht mehr rauchen. Ey, und hast du schon ein bisschen was geschafft? Nee. Hast du dir was vorgenommen für 2017? Ja, das, was ich 2016 nicht geschafft habe. Es ist schon mal eine gute Antwort. Bei mir ist es so, ich habe mir das für 2017 vorgenommen, was ich 2016 nicht geschafft hatte und 2015 ignoriert und erst 2014. Ne? Das nicht im Sender. Nein, das schneiden wir alles raus. Meine Damen und Herren, das schneiden wir alles raus. Hast du dir was vorgenommen für 2017? Ja, ich wollte eigentlich gerne eine neue Wohnung haben, die ich aber nicht bekomme. Und da gibt es doch bestimmt noch eine andere Wohnung, oder? Nein, gibt's nicht. Keine andere? In Schwerin sind keine Wohnungen mehr zu kriegen? Nein. Meine Damen und Herren, bitte, wenn ihr noch irgendwo eine Wohnung habt, ne, dann ruft an, damit wir der jungen Dame helfen können. Ich suche schon seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren dieselbe? Nein, andere, schöne. Und hast du schon mal drüber nachgedacht, dich bei irgendeinem netten Kerl einzuheiraten? Nein, danke. Nein, danke. Tut mir leid, ich hatte jetzt Verdacht, dass ich auch irgendwie mal einen Anschluss finden könnte, aber es war nicht möglich. Moin. Bauer Call mit seinem Bürgerinterview in Schwerin auf dem Marienplatz. Hast du dir was für 2017 vorgenommen? Ja, 20 Kilo abnehmen. 20 Kilo abnehmen. Wenn du das schaffst, dann wird Bauer Call über dir mit TV Schwerin eine Doku-Soap machen. Eine Frage habe ich noch. Jetzt wird ja gesagt, wir sind im Zeitalter von postfaktisch. Hm. Hast du das schon mal gehört? Ja. Kannst du mir das erklären, was das ist? Ja, das ist, wenn ich dir am Ende des Jahres erzähle, dass ich 20 Kilo abgenommen habe und es stimmt gar nicht. Ey, ist der Mann gut? Ist der Mann gut? Meine Damen und Herren, die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, die werden unterschätzt. Und du bist ein Beispiel, dass wir zufrieden sein können. Ich wünsche dir was. Super! So, und nach anfänglicher Schüchternheit hat es doch alles wunderbar geklappt. Da waren doch ein paar nette Leute dabei. Und trotzdem will ich sagen, falls der ein oder andere wieder was zu meckern hat, die Stichprobe, die wir hier genommen haben, ist für Mecklenburg-Vorpommern nicht repräsentativ. Hau rein und pisch nicht in, es sei denn, du weißt schon. Tschüss. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.